Parker und Schlenske. Der queere Rückblick mit Jurassica Parker. Das bin ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Fangen wir jetzt an? Du kannst jetzt anfangen. Ja, hallo, Margot. Hallo, Jurassica. Na, wie geht's? Ach ja, ganz gut. Ah, wir haben ja... Es ist jetzt kalt geworden draußen. das stimmt. Erstmal auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörenden da draußen. Und ich hoffe, ihr habt alle die Festtage gut überstanden. Oh ja, die Festtage Weihnachten. Mhm. Zuhörenden, ich finde es ganz, ganz toll, wie schön du genderst. Ja. Großartig, ja. Jetzt habe ich gerade einen Kloß im Hals. Das ist nicht so schlimm. Der ist noch von Weihnachten übrig. Was hast du denn gemacht? Da gab es ja Gans. Es gab eine ganze Gans mit Klößen. Wo warst du denn? Und so, ich war zu Hause. Ja? Hier bei mir, genau. Ach so. Mein Mann und ich, wir haben Heiligabend hier zusammen verbracht. Och, ja. Süß. Ja, ja, zu zweit. Und haben es uns hier mal gemütlich gemacht. Und ich muss gestehen, das war, glaube ich, mit der entspannteste Heiligabend, den ich jemals verbracht habe. Also du hast deine Eltern gar nicht gesehen, deine Familie nicht gesehen, oder? Doch, die habe ich am ersten Weihnachtsfeiertag gesehen. Gut. Also ursprünglich geplant war natürlich das große Familientreffen am ersten Weihnachtsfeiertag. Das haben wir dann personell ein bisschen reduziert. Und genau, wie hast du es denn verbracht? Am Heiligabend tatsächlich sehr unspektakulär, weil mein Mann Klaus musste bis 21 Uhr arbeiten im Hotel. Ja. Oh ja. Und dann war ich halt allein zu Hause, hab Netflix geguckt und dann habe ich ihn von der Arbeit abgeholt und dann haben wir noch was gegessen, war es dann so. Und ansonsten war ich dann bei meinen Eltern. Wollen wir aber nicht näher drauf eingehen. Familienseierei ist ja auch wahnsinnig uninteressant. Ja. Und dann noch mit meiner besten Freundin Bill und meinem guten Freund Ron haben wir nochmal so nachgefeiert auch nochmal. Aha. Ja. Also Corona-Spreader-Event auf 3 Tage verteilt. Naja, also tatsächlich bei meinen Eltern waren ja 2 Haushalte, das darf man. Ja, das geht, das geht. Wobei in Berlin und ich glaube auch in Brandenburg war es ja auch so, dass mehr als nur 2 Haushalte zusammen feiern durften, wenn es nicht mehr als 5 Personen oder irgendwie so sind. Das hat ja eigentlich auch niemand verstanden. Kinder unter 14 zählen nicht. Ja, sind da keine richtigen Menschen. Und Rentner ab 90 zählen nicht mehr. Ich verstehe. Aber tatsächlich, ja, es haben uns dann kurzzeitig überrascht, mein Cousin mit Frau und 2 Kindern, die kamen für eine Viertelstunde vorbei und dann saßen wir alle bei meinen Eltern im Wohnzimmer und ich hatte wirklich Gruppenangst. Man ist ja mittlerweile so darauf eingeschossen, dass man keine Menschen sehen darf und ich hatte Angst und die sollten dann auch schnell wieder gehen. Also es ist verrückte Zeiten. Das kenne ich, dass man immer darauf achtet, ist das jetzt regelkonform, geht das nicht, geht das ja, nein. Ja. Und ich denke manchmal, also jetzt auf eine 6. Person irgendwie rein theoretisch kommt es jetzt auch nicht unbedingt so drauf an. Andere feiern halt auch wirklich in deutlich kleinerer Runde, was natürlich wesentlich vernünftiger ist. Ja. Aber manchmal gibt es halt auch so Dinge, was machst du irgendwie? Dann trifft sich die gesamte Familie im engsten Kreis. Es sind 5 Leute. Ja, ja. Aber die Oma muss draußen bleiben. Die Oma muss draußen bleiben. Die Oma bleibt draußen. Da sind wahrscheinlich auch alle dann recht begeistert, weil dann erzählt die nicht von vorm Krieg so. Nee, richtig. Und fängt nicht als erstes an, Weihnachtslieder zu singen. Genau. Und dann liegt sie wieder besoffen unterm Weihnachtsbaum, während das Gebiss auf die elektrische Eisenbahn fällt. Ja, bitte. Mir fällt gerade was Wichtiges ein, noch zum Thema Weihnachten. Ja, ich habe ja unseren Zuhörenden noch gar nicht von dem Adventskalender erzählt, den du deinem Mann geschenkt hast, deinem Mann David. Also, liebe Zuhörenden, ihr wisst es nicht, Margot bastelt sehr gerne und schenkt auch sehr gerne. Und das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft an dir, dass du bist wirklich toll im Geschenke machen. Das ist ein Talent, das mir völlig fremd ist, leider. Habe ich von meiner Mutter. Und du hast deinem Mann einen Adventskalender gemacht. Das ist richtig. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Es sieht tatsächlich aus wie eine Kunstinstallation aus dem KDW-Schaufenster mit einer fahrenden Eisenbahn drumherum und dann war noch ein Rätsel in so kleinen Häuserchen und damit aufgestellten großen Geschenken. Oder umreiße kurz das Konzept dieses Adventskalenders. Ja, also es ist jetzt... sieht folgendermaßen aus, es gibt ein kleines Dorf mit verschiedenen Häusern, 23 Häuser und eine Kirche. Süß. Es ist schon sehr christlich. Sehr christlich, ja. Das ist aus Papier und innen drin ist so ein bisschen was Süßes an jedem Häuschen. Ne? Jedes Haus hat natürlich eine Hausnummer, die Kirche hat natürlich die 24. Überraschung, da waren wir mal kreativ. Gestaltet. Und also an jedem Tag darf man dann so ein kleines Häuschen aufmachen, hat ein bisschen was Süßes und dann ist in diesem Dach von innen ist so ein kleiner Kleber drin, also so ein kleines Klebeschild ist drin.
Und da steht dann so eine Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und dann darf man aus dem Berg dahinter, Berg klingt jetzt auch sehr groß, also aus dem kleinen Häufchen dahinter mit kleinen Geschenken und Geschenkchen sich das raussuchen, was halt genau diese Zahlen-Buchstaben-Kombination hat. Und dann kommt zum Schluss ein Lösungswort raus, oder? Nein, es kommt kein Lösungswort raus, aber witzigerweise irgendwie immer das größte Geschenk gibt es dann halt doch erst immer mit der Kirche am 24. Oh Mann, das ist so christlich. Aber das Wichtigste ist ja die Neuerung für dieses Jahr, man durfte nicht sofort an das Häuschen ran. Nein, sondern je nach Datum musste man die Lok entsprechend der Anzahl des Datums, was wir haben, um die Häuser drum rumfahren lassen, und also die Eisenbahn. Das heißt am ersten einmal, ja, am zweiten auch, am dritten dreimal. Und das verstanden ich weiß, ja, ich weiß, ich rede ja nur für unsere Zuschauer, ja, okay. ZuhörerInnen. Und aber habt ihr das wirklich gemacht, dann am 23. das dreimal rumfahren lassen? Macht doch keine Sau. Ja, und am 24. noch 24 Mal, da kam Freude auf. Ihr seid echt so bizarr, ihr zwei, muss ich wirklich sagen. Ich sag mal so, als dann der Zug 24 Mal rumfahren musste, da hat David dann die Zeit genutzt und hat dann eben die Gans fertig gemacht. Die Gans fertig, wollte ich auch gerade sagen. Na Mensch, also dann herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten. Ja, und herzlichen Glückwunsch. Ist doch ein Geburtstag, ja, kann man schon mal sagen. David hat Weihnachten gewonnen. Ja. So. Ja, Mensch, und dann sehe ich gerade auf unserer Liste Aroma Bratapfel, ich verstehe es nicht. Nein. Ich habe auch für dich ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ach so. Ich habe es ganz aufwendig verpackt. Da muss ich erstmal auspacken. Ja, genau. Darf ich? Ja, pack doch mal bitte ganz kurz aus. Ja, das ist aber wirklich sehr schön verpackt. Ja, die Schleife bitte nicht, die Schleife musst du aufheben. Alles klar, die hebe ich auf. Kriegst du nächstes Jahr zurück. Und zwar, ich darf dir ganz kurz erzählen, du bekommst von mir etwas ganz, ganz großartiges Geschenk. Und zwar ein Waterglide. Das ist also so ein Massage- und Gleitgel. Ja. Für Analverkehr. Ich lese dir gleich was vor. Ach so, okay. Das Wichtigste ist halt das Aroma dabei. Es ist nämlich das Aroma Bratapfel. Ich schnupper mal dran, ja? Mach das bitte, ja. Du musst es aufmachen. Ich habe es noch nicht aufgemacht. So. Ich habe es nicht ausprobiert. Und ich lese derweil einen kleinen Auszug aus der Gebrauchsanweisung vor, dass man dafür eine Gebrauchsanweisung findet, finde ich auch ganz lustig. Beziehungsweise sind das ja Hinweise, ne? Also, es ist kein empfängendes Verhütungsmittel und bietet auch keinen Schutz vor Infektionen. Das musst du wissen. Es dient beim Geschlechtsverkehr im Intimbereich zur zusätzlichen Beleuchtung, Befeuchtung. Befeuchtung ist auch nicht ganz unwichtig. Man will ja schließlich wissen, wo man da reinbohrt. Ja. Nachher. Genau. Bei Kinderwunsch nicht oder nur sparsam einsetzen, da es die Empfängnis erschweren kann. Das liegt aber an dem Bratapfelduft wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das sagen sich die Spermien auch. Lassen wir die Eizelle links liegen. Ich krieg's nicht auf. Du kriegst es nicht auf. Nee, ich habe nur oben diese Alufolie abgemacht. Da drunter ist noch eine andere Schicht. Ich krieg's nicht auf. Da hinten ist eine Schere, da komme ich jetzt gerade nicht dran. So. Das musst du jetzt selber machen, ja. Also. Und das Ganze habe ich von einer bekannten Sextoy-Firma, die das herstellt. Das riecht überhaupt nicht nach Bratapfel. Echt nicht? Vorher vielleicht weißt du nicht, wie Bratapfel riecht. Ach doch, jetzt kommt es langsam hoch. Ach, jetzt. Aber ich bitte, ich meine, dann sagst du irgendwie zu deinem Partner, komm, lass uns mal richtig schön ficken jetzt und dann riecht alles nach Bratapfel. Das ist ja widerlich, also wirklich. Dann möchtest du auch mal schnuppern? Danke, nein. Nein, okay, sonst werde ich wieder ganz wuschig und heiß und wild. Vielen Dank, Margot. Was ich finde auch noch ganz süß, was hier oben auf der Flasche draufsteht, und zwar aromatisiertes Gleit- und Erlebnisgel für süße Zweisamkeit. Oh, wie spießig, Zweisamkeit. Na gut, okay. Erlebnisgel. Ja. Ja, schön, danke. Ich finde, Weihnachten ist jetzt durch, oder? Weihnachten ist jetzt bitte durch, ja. Danke. Danke, Merkel. Na, danke, Merkel. Ja, danke nochmal, danke für alles. Ja. Danke, danke für den Impfstoff, der jetzt endlich da ist. Ja, jetzt wir zeichnen, heute ist der 28., glaube ich. Das kommt hin, ja, seit gestern wird fröhlich. Gestern. Durchgeimpft, genau. Der eine oder andere durfte sogar schon am Samstag ein bisschen vorgeimpft werden. Und die erste, die sie in Deutschland geimpft haben, war eine 101-Jährige. Ja. Sagt man eigentlich 101 oder 101? Ich würde sagen 101-jährig. 101-Jährige. Ja. Und da habe ich gleich was zu sagen, Margot. Ja, und zwar hat mich heute jemand auf Facebook eine widerliche Titelseite von
der Bild. Ja. Film. Hast du das auch gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Also da habe ich mir gedacht, was sind die Redakteure und Redakteurinnen bei der Bild einfach für hinterlistige Arschfotzen? Wirklich. Ja. Darf man das so sagen? Ja, ja, das darf man so sagen. Es trifft ja zu, es ist ja die Wahrheit. Also so. Da ist irgendwie die große Headline irgendwie, der Impfstoff ist da, aber nur so und so viele Dosen, also viel, viel zu wenig. Und wer wird geimpft? So eine alte 101-Jährige, na danke Merkel, ja. So nach dem Motto. Also ja. Erst einmal, es gibt ja so gewisse Gründe, wer als erstes geimpft und als zweites und so weiter. Ne? Und dann nimmt man natürlich die Alten, die wirklich gefährdetsten und die höchsten Sterberaten, die nimmt man zuerst. Und als zweites, natürlich sind jetzt erst, ich glaube in Berlin sind erst 15.000 Impfdosen angekommen, aber das ist jetzt irgendwie am ersten Tag. Und ich meine, das Zeug muss doch produziert werden. Und das kannst du auch nicht mal so eben nebenbei machen. Das kannst du nicht in der Küche irgendwie im Thermomix jetzt zurecht. Kann man nicht machen. Kann man nicht machen. Das ist halt echt ein bisschen komplexer, sowas herzustellen. Und auch wie entwertet die dann die 101-jährige Frau haben bei der Bild? Ne? Ja, so natürlich. Dass sie es gar nicht wert ist, geimpft zu werden. Das ist widerwärtig. Wirklich absolut ekelhaft, liebe Bild. Auch für dich gilt nochmal das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde der jungen Menschen ist unantastbar. So, und die, aber was erzähle ich der Bild, was von Würde? Die wissen ohnehin nicht, was das ist. Also, was ich auch lustig finde, die FDP fordert. Ja, die fordert ja immer. Die fordert immer. Und die hat ja sonst nicht zu viel zu melden. Ne? Und ja, die fordert, dass jetzt gefälligst mehr Zeug hergestellt werden soll davon. Ja, kann man mal fordern. Die ist wirklich. Umsetzung ist halt so. Ja. Ich wollte ja nicht dazwischen reden. Nein, ich war auch schon eigentlich durch. Die FDP braucht ja keine Sau mehr. Schon seit Jahren braucht die ja niemand mehr. Ja? Das ist praktisch die Bild der Politik. Ja, nee, so weit würde ich nicht gehen. Da sind wir doch eher bei der AfD wahrscheinlich. Hoppla. Lieber mit der Bild verwechseln. Aber die braucht doch keine Sau, die FDP. Aber Hauptsache, die müssen ja irgendwas fordern, damit sie fordern, Nachrichten kommen. Ne? Ja, sie fordern. Also sie haben auch gefordert, dass Tegel offen bleiben sollte. Und, natürlich, Sie fordern. Also Hauptsache fordern. Ne? Wenn du also irgendwie sagst, von wegen, die Politik macht eigentlich gerade, auch wenn ich sie nicht mag, die ganzen Politiker und die Parteien, die machen trotzdem ziemlich viel richtig, dann fordere halt irgendetwas. Ja. Fordere irgendwas. Kritisiere sie nicht, sondern fordere einfach. Vielleicht fordern die, da können wir gleich mal überleiten, Margot. Ja. Ich bin ja heute die Königin der Überleitungen. Och, das kannst du mir so gut. Weil was fordert denn die FDP eigentlich beim Thema Mieten in Berlin? Beim Thema Mieten, ich glaube, die fordern freier Markt für alle. Ja. Und wer sich's nicht leisten kann, soll gefälligst weg. Das fordern sie wahrscheinlich. Aber erzähl mal, das hast du mir neulich erzählt, wie die Mietsteigerung hier lief. Genau, hier in Berlin gab es jetzt Ende diesen Jahres erst haben sie es ausgewertet, eine Statistik über die Jahre 2009 bis 2019, über diesen Zeitraum. Da sind die Berlin um über 100% gestiegen. Wahnsinn, ne? Die Mieten über 100%. Ja. Das ist ein bundesweit ist das der Spitzenwert. Wir liegen ganz weit vorne. Die Steigerung ist die Spitzenwert, ja. Die Steigerung, okay. Ja. Auf dem Quadratmeterpreis gibt es noch andere Städte, die noch vor uns liegen, aber die hatten halt auch in den ganzen Zeiten vor der während der Mauer und sowas hatten die auch Zeit. Da hat sich ja in Berlin nichts getan. Jetzt holt das Berlin in Anführungsstrichen auf. Aber wir sind halt kein München, wir sind kein Frankfurt oder Stuttgart oder Hamburg oder Hannover. Aber es wird sich wahrscheinlich nicht großartig anders entwickeln. Ich habe gestern auch vorgestern mit meiner besten Freundin über einen Mietendeckel gesprochen, den ich immer noch nicht so genau verstehe, ehrlich gesagt. Ich blicke da nicht so ganz durch, weil doch nach 5 Jahren hört der doch dann wieder auf, war das so? Und dann können die Mieten wieder ansteigen oder wie ist das genau? Also der kann, man muss jetzt erstmal, wenn das überhaupt bestätigt wird, das ist ja immer noch nicht bisschen die letzte Instanz durch, dann kann der nochmal verlängert werden auch. Ja. Und ansonsten heißt es halt, auf dem Satz, der dann erreicht worden ist durch dieses Gesetz, einige Mieten sind ja sogar gar gesenkt worden. Ja, meine auch. Von da an darf dann wieder angehoben werden. Deine Miete ist gesenkt. Ja, also jetzt um 12,70 Euro oder so. Also gib nicht alles auf einmal rein. Aber wir haben auch sogar bei der Nebenkostenabrechnung auch fast 200 Euro zurückbekommen. Also da war das sparsam. Meine Wohnung. Ja, das hat mir mein Klaus ja beigebracht. Ja. Immer überall die Türen zu, damit wir nicht für draußen heizen. Kann das dein Mann meinem Mann auch mal beibringen? Du, also ganz, Klaus kann da so penetrant bei sein. Ja, ich hätte gerne ihn mal deinem Mann auf den Hals. Ja, sehr gerne bitte. Ja. Also so eine gewisse Penetranz irgendwo. Bei mir ist er da abgestumpft. Da passiert nichts. Und du kannst auch wahnsinnig penetrant sein. Ich kann penetrant sein, natürlich. Aber ihr sucht doch eigentlich auch schon jetzt seit 3-4 Jahren eine Wohnung, oder? Ich wünschte, es wären nur 3-4 Jahre. Oh. Ja, nein. Ach so. Nein, es sind wahrhaftig, sind es 4 Jahre. Wir haben relativ schnell beschlossen,
das ist der Richtige und wir suchen uns jetzt mal eine gemeinsame Wohnung. Und dann haben wir uns voller Euphorie auf den Markt gestürzt. Mhm. Die Euphorie war dann sehr schnell verflogen. Wir hätten erheblich mehr Geld ausgeben müssen, also wirklich erheblich mehr Geld, um eine deutlich kleinere Wohnung zu bekommen, als das, was wir bis jetzt auf zwei Wohnungen verteilt haben. Ach so, also du hast schon beide Mieten von euren beiden Wohnungen zusammengerechnet. Ich habe beide Mieten zusammengelegt und wir sind auch bereit, etwas mehr zu bezahlen, als wir aktuell gerade zahlen würden und uns quadratmetertechnisch gesamtgerechnet auf beide Wohnungen auch etwas zu verkleinern, aber es ist nicht möglich. Ne? Ich bin so froh, dass Klaus und ich vor 7 Jahren durch Zufall diese Wohnung gefunden haben, in der wir jetzt wohnen und ich glaube, ich werde da wahrscheinlich nie wieder ausziehen können und wollen. Deshalb ja auch die Küche jetzt, weil ich werde mich da jetzt einfach einnisten für die nächsten 35 Jahre. Das habe ich auch so gemacht. Wir haben ja auch uns eine neue Küche zugelegt und das ist es. Ja, genau. Vielleicht sollte man nach Schwenosee umziehen. Ja, vielleicht, aber da ist wegen Windrädern. Da sind ja viele Windräder und da sind die Mieten vielleicht auch dann niedriger. Die Mieten sind auf jeden Fall niedriger dort, aber ganz so viele Windräder gibt es da auch nicht. Ach so. Weil, das ist jetzt kommt der Klopper schlechthin in Schwenosee. Das liegt also irgendwo in Brandenburg, sollte ein Windrad gebaut werden. Eines wohlgemerkt. Ach dieses so. Jahr, ich glaube, dieses Jahr wurden in Gesamtdeutschland, glaube ich, nur knapp 20 Windräder gebaut. Ja, das ist halt die Energiewende, Margot. Das ist die viel beschworen, ne? Gott, weil die Union höhere Abstandsregelungen und sowas alles zu bewohnten Orten haben möchte gerne. Also, es sollte in Schwenosee ein Windrad aufgestellt werden. Und da hat man festgestellt, der Abstand zum nächsten Haus, was dort steht, ist zu gering. Und zwar, und ich glaube, so war unter, also es war etwas über 500 Meter, aber es war unter einem Kilometer. Und das ist halt zu nah jetzt gewesen. Nach alten Regeln hätte es stehen können, nach den neuen leider nicht mehr. Und das Haus, was dort steht, du ahnst es nicht, das ist eine Autoraststätte. Ach so. Ach, ja, erzähl weiter. Na, jetzt ist diese Autoraststätte wird jetzt vom Lärm des viel zu lauten Windrades geschützt, damit man die wunderbare Natur und die den romantischen Klang einer Autobahn voll und ganz genießen kann. Das sind immer so die Momente, wo man immer denkt, wer denkt da eigentlich nach oder wer trifft Entscheidungen in solchen Fällen? Na, ich finde das sehr vernünftig, weil in diesem Jahr durften wir nicht ins Ausland reisen. Da bin ich dann im Sommer nach Schwenosee an die Autoraststätte gefahren, hab da meinen Klappstuhl aufgemacht, habe mich dann hingelegt, ein bisschen Picknick gemacht, habe ein Zelt aufgestellt, dann konnte ich mal so schöne Natur dort genießen, so Erholungscharakter an der Autobahn. Finde ich toll, Margot. Mir geht's gut. Ja. Der Urlaub war toll. Ich fahre nächstes Jahr wieder hin. Du siehst auch so wahnsinnig unerholt aus, Margot, muss ich sagen. Ja. Du bist heute ein bisschen verschlafen, ne? Ich bin ein bisschen verschlafen, ja. Ja, aber es macht nichts. Aber wir hatten an der Autobahn tollen Sex. Ach so, mit dem Bratapfelgleitgel. Natürlich. Und toll. Wie gesagt, so festlich. Kamen ja viele rein und raus und dann, ist wieder dabei. Apropos rein und raus, fällt mir da ein. Sag mal, also die Sache mit diesem ungarischen EU-Abgeordneten, wo ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Josef Szajer. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Josef Szajer vielleicht? Szajer? Ist der verwandt mit den Szajers hier aus Berlin? Weiß man nicht, aber mein Nachname wird ja auch mit S und Z geschrieben und es wird ausgesprochen. Parker schreibt dich mit S und Z? Genau, das ist ein stummes SZ. Alles klar, habe ich nicht gewusst. Man lernt immer noch dazu. So, jetzt erzähl doch mal unseren Zuhörenden. Das ist ein ungarischer Abgeordneter im EU-Parlament und er kommt aus der Fidesz-Partei. Das ist die Partei von Viktor Orban. Ja, das ist dieser Verrückte. Genau, genau. Und der war jetzt in Brüssel auf einer kleinen privaten Orgie mit 25 nackten Männern. Und ist dann dabei erwischt worden. Und zwar nicht, weil das 25 nackte Männer waren, sondern weil es 25 waren zu Lockdown-Zeiten, in Pandemie-Zeiten in Brüssel. Ja, das kam nicht so gut an. Und er ist dann irgendwie aus dem Fenster rausgeklettert. Ja, stimmt, der ist geflüchtet, ne? Ja, genau. Das ist peinlich. Und nackt auch aus dem Fenster. Nackt auch aus dem Fenster. Das ist peinlich. Das ist ein Anti-Schwulen-Politiker von Viktor Orban, dort im EU-Parlament, der selber auf so einer Bums-Party. Das ist ja total oft so, dass gerade die am lautesten wettern gegen Homosexualität und das alles verteufeln, das sind halt gerade die Schwulen, weil sie sich selbst halt einfach so hassen und das den Hass auf andere projizieren. Mein Therapeut sagt ja immer, da sind wir wieder bei meinem Therapeuten,
Mein Therapeut sagt immer, verachten heißt vermeiden und genau so passt das auch. Das passt auch. Dein Therapeut ist irgendwie so der unsichtbare Dritte bei uns im Podcast. Ja, das stimmt. Weil er halt immer so viele schlaue Sachen sagt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ebenso geflüchtet aus der EU. Großbritannien. Ja, was ist denn mit dem Brexit jetzt eigentlich, Margot? Weißt du da irgendwas? Ich bin ratlos. Ich muss gestehen, in den letzten Wochen habe ich das Thema auch ignoriert. Ich habe mir irgendwann gesagt, jetzt ist es mir einfach scheißegal. Ja, irgendwie schon. Geht's, ob mit Lockdown, Austrittsvertrag oder ohne Austrittsvertrag, es ist mir alles egal. Harter Brexit, harter Lockdown, ist doch alles wurscht mittlerweile. Die Briten haben sich das selbst eingebrockt, das ist halt. Die werden das sich noch Problem. So einen Arsch beißen, ganz ehrlich. Oder machen sie vielleicht auch schon. Ich fand ja die Bilder so dramatisch, als dieses mutierte Virus auftauchte in Großbritannien und doch dann alles dicht gemacht wurde. Der Tunnel und auch die ganzen Fähren, aber die Bilder, die ich dann gesehen habe, wo die ganzen Lastwagen mit der ganzen Ladung halt alle kilometerlang anstanden, weil sie nicht mehr von der Insel runterkamen, weil sie vorm Brexit nochmal ihre ganzen Waren ausliefern wollten. Also da kommt eins mit dem anderen, die können einem wirklich leid tun gerade, die Großbritannesen, sagt man das so? Großbritannesen. Die Briten. Ja, mal gucken, was wir demnächst dazu sagen. Wir werden wahrscheinlich nur sagen, die da drüben, die draußen. Da drüben. Wenn ich ein bisschen schmatze, Margot, ich muss heute Bonbons essen, weil ich habe so leichte Halsschmerzen. Oh. Nee, also keine Sorge, um Gottes Willen. Das darf man ja gar nicht mehr sagen heutzutage, ne? Wenn man ein bisschen krank ist. Man unterdrückt auch den Husten immer ganz gerne. Ja. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Nein. Bitte nicht über Krankheiten reden. Ach, wir kommen aber langsam in das Alter, wo man gerne über Krankheiten spricht. Ja, du vielleicht. Ja, also ich muss wirklich sagen, als ich neulich meine beste Freundin mal wieder und mit Klaus zusammensaß und auf einmal redeten wir alle über unsere Hausärzte. Und wen wir haben und irgendwann fiel uns auf, wir reden über Krankheiten und Ärzte. Ne? Das ist halt einfach, wenn man Ü40 ist, dann fängt das an. Ja, Ü40, du Glückliche. Ich habe schon Textnachrichten bekommen bei Facebook. Hey, Gratulation, die Ü80-Jährigen bekommen den Impfstoff. Wann bist du denn dran, Margot? Also wirklich sehr vielen Dank nochmal. Nein. Das gefällt mir sehr gut. Ich gehöre mit zu den Letzten, die es wahrscheinlich bekommen werden. Ich bezahle die Leute dafür, dass sie dir solche Nachrichten schreiben. Das ist meine geheime Passion. Es tut mir schon sehr leid, dass du die Leute für Mobbing bezahlst. Ja, ich will dich halt einfach fertig machen. Ich will dich zermürben über Jahre hinweg, bis du irgendwann einfach wirklich, dann bist du nur noch eine halbe Margot. Ach Mensch, kann das sein, dass dein Stuhl ein bisschen quietscht? Ich merke es auch gerade. Ja. Ich weiß aber nicht, ob man das auch dann hört später. Weil ich höre es auf jeden Fall. Sag mal kurz ruhig, Moment. Ich glaube, man hört das aber nicht im Mikrofon. Nein, okay, wenn du meinst, man hört das. Soll ich den auswechseln jetzt oder was? Nein, dann müssen wir ein bisschen umbauen hier, wenn wir hören das. Liebe Hörer, dieser Podcast ist mit Zusatzsounds in Form eines quietschenden Stuhles. Ich versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen, okay? Ja, also atmen darfst du noch. Okay, das ist sehr süß von dir. Genau. Hast du mir was Schönes denn mitgebracht noch? Ich habe dir auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Oh, Gott. Hallo. Darf ich es auch gleich auspacken? Wollen wir mal gucken. Komm. Die geile Sau des Monats. Du Margot, und ich hab dir wieder ein kleines, süßes, geiles Geschenk mitgebracht. Ja. Und zwar, letzten Monat war es ja der, wo ich den Namen gerade vergessen habe. Und diesmal ist es Ingo Zamperoni. Das ist ja der Tagesthemensprecher und Moderator. Ja. Das ist ja mit Abstand der attraktivste Mann in der ARD. Ein großer, attraktiver Mann mit einer wunderbaren Stimme. Und jetzt pass auf. Ich stehe auf geile Männerhände. Also wenn Männer schöne Hände haben, auch schöne Finger auch und so, dann bin ich weg. Und Ingo Zamperoni hat die allerschönsten Hände im deutschen Fernsehen. Hast du die schon mal gesehen, die Hände? Hast du schon mal drauf geachtet? Ich habe noch nicht drauf geachtet, das tut mir leid. Weil der hält ja auch immer seine Moderationskarten in so, der macht, faltet die immer so rund. Da hält er die immer wie so ein Rohr. Ah. Und dann sieht man, wie diese großen, adrigen Hände diese Moderationskarte umfassen. Und das ist so geil.
Oh, das machen nur die Finger vom Zamperoni. Ja, ich habe schon mal bei Google schon mal nach Ingo Zamperoni und Hände gesucht, bei der Bildersuche. Gibt's aber nicht so tolle Fotos, muss ich sagen. Das ist anscheinend noch niemandem so wirklich aufgefallen. Na, ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich niemanden weiter interessiert. Also entschuldige, ich kenne viele Frauen, die auch auf Hände stehen. Also nicht nur Lesben natürlich. Lesben, bei Lesben sind ja Hände nochmal was ganz anderes, weil Lesben sind ja, Hände sind ja bei Lesben halt Sexualorgane. Das ist natürlich jetzt bei heterosexuellen Frauen nicht unbedingt so, aber die stehen auch auf Männerhände, ja. Ich saß mal im Flugzeug, ganz kurz noch, Margot. Ja, gerne. Ich saß und du wirkst gerade so verwirrt. Ist irgendwas? Ja, völlig verwirrt. Nein, ich bin von diesen Händen, aber gut. Ja, also ich saß mal im Flugzeug, das war vor Corona, da konnte man noch nach Mallorca verreisen und da kam ich erholt von einer Finca wieder zurück mit meiner besten Freundin und dann saß neben uns im Flugzeug ein Mann mit auch wahnsinnig geilen Händen und ich musste immer auf die Hände gucken und dann, als wir ausgestiegen sind, sagt meine beste Freundin zu mir, du hast du die Hände von dem neben dir gesehen, meinst du, ja, oh, die waren so geil. Und da ist mir aufgefallen, die steht auch auf Hände. Ist das so bizarr? Vielleicht ist das das Geheimnis einer guten Freundschaft, dass man einen gemeinsamen Fetisch hat. Ja, das ist nicht der einzige Fetisch, den wir zusammen haben. Also, ich muss gestehen, ach ja. Ja, das möchte ich jetzt hier nicht weiter erörtern, weil meine beste Freundin hört diesen Podcast. Ach Mensch, schade, jetzt wird es interessant und spannend. Hörst du immer auf. Also ich muss gestehen, also so schöne Hände dürfen es ruhig sein. Ich mag auch nicht so Schrumpelkrampen oder so, aber... Nee, die müssen groß sein und adrig männlich. Ah, okay. Also nicht so kleine Speckwürstchen, wie du hast. Um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ich fühle mich gemobbt. Ja, sollst du. Aber dafür kriege ich die Impfung von dir. So, Edge. Und hier die Rubrik, die auf meinem Sprechskript mit 4 Fragezeichen beschriftet ist, da weder Jurassica noch Margot eine passende Idee dafür hatten. So, jetzt kommen wir zu der Rubrik, der wir immer noch keinen neuen Titel gegeben haben. Ja, das ist schwierig. Also da wird uns auch nie mehr ein Titel einfallen, Margot, das sage ich dir jetzt schon. Das ist, doch, irgendwann wird uns nochmal was einfallen. Okay, wir sind doch nicht doof. Also ich bitte, wenn uns nichts einfällt, also wirklich. Wem dann? Ja, bitte? Ja, nee, erzähl doch mal. Ja, du lässt mich ja nicht. Entschuldige du bitte. Du redest hier ununterbrochen. Ich halte jetzt mein Schnütchen. Nein, du darfst gerne reden, deswegen mache ich das ja auch mit dir hier. Ach so, okay, ja, verstehe. Ja, natürlich. In Berlin hat sich wahnsinnig viel getan. Ja. Jetzt im Dezember und zwar endlich die U5 wurde eröffnet. Für alle, die jetzt nicht in Berlin wohnen, die U5 ist eine Linie, die gab es, als die Mauer noch stand, nur im Osten tatsächlich. Ne? Also eine U-Bahn-Linie, genau, und die ging vom Alex, das hat man vielleicht schon mal gehört, irgendwie dann noch, der Alex ist ja im Osten von Berlin, noch weiter raus Richtung Osten. Richtung Hönow, glaube ich. Ne? Genau, oder? Ja, das weiß jetzt wirklich kein Mensch, wo das ist. Hönow ist da irgendwo in der Nähe von Marzahn oder so. Ja, das ist sogar hinter Marzahn. Ich glaube, das ist sogar eine U-Bahn-Station. Ist die entweder direkt an der Grenze oder ist die schon Brandenburg? Das stimmt nicht. Hönow ist ein Unterbezirk von Marzahn oder von Hellersdorf. Ja, aber die U-Bahn-Station ist wirklich dann echt Kante. Also Kante von Berlin. Also okay, ich bin sicher, der Poller hinten, damit die U-Bahn nicht so weit fährt, der steht dann schon in Brandenburg. Also praktisch kurz vor Polen. Und die ist jetzt Richtung Westen erweitert worden. Mhm. So, das ist wirklich eine schöne Strecke. Ne? Es geht jetzt am Schloss vorbei, das geht jetzt unter den Linden geht's vorbei, Brandenburger Tor. Und am Brandenburger Tor ist ja das andere Stück. Das war ja auch schon fertig, die sogenannte Kanzler-U-Bahn mit Reichstag und Hauptbahnhof, was kein Mensch brauchte. Ist der Bahnhof schön geworden am Brandenburger Tor. Ne? Das ist also ein Traum in Granit und Beton. Du hast den schon gesehen? Man fährt da immer durch. Ach nee, das ist gar nicht die U5. Wo bist du denn? Man fährt mit einer U-Bahn, mit der U6 fährt man immer, da war ich auf dem Weg zum Naturkundemuseum, und da fährt man mit der U6, fährt man schon durch eine zu starten habende U-Bahn-Station, die aber noch eine Geister-U-Bahn-Station ist. Ich weiß aber jetzt nicht, welche Station das eigentlich ist. Das ist die U-Bahn-Station unter den Linden und sie ist auf. Sie ist jetzt mit der Eröffnung der U5 ist sie auf. Das ist dasselbe Thema. Okay, das ist das gleiche Thema. Es ist wahnsinnig langweilig, was du dir gerade erzählst. Okay. Irgendwie. Apropos ÖPNV. Ja, genau. Liebe Zuhörende, wir bekommen hier in Berlin eine neue Stimme für die Berliner Verkehrs
Gesellschaft. Wir haben sie sogar schon. Ich habe sie schon gehört. Ach, du hast die schon gehört? Ich habe sie schon gehört, die neue Stimme. Ach, und das ist ja, ich werde erstmal mein Wissen verteilen und dann noch mit so einer News aufwarten. Ja. Und zwar, das ist deine mir unbekannte Synchronsprecherin, die heißt Tatjana, Nachnamen weiß ich jetzt nicht. Okay. Eine Transfrau, die eine recht tiefe Stimme, eine sehr sonore Stimme hat. Ja. Und die war wohl immer die Synchronstimme von Ben Stiller. Ach. Habe ich gelesen. Ben Stiller ist eine Transfrau. Also vielleicht vor dem Passing oder ich weiß es nicht genau, ob sie jetzt immer noch Ben Stiller spricht. Aber und jetzt muss ich dir einen Funfact verraten, Margot. Mhm. Ich war ja tatsächlich auch im Casting. Nein. In zwei Runden mit für die Stimme der BVG. Ah, aber ich bin es nicht geworden. Nein, offensichtlich nicht. Schade eigentlich, weil ich hätte den Job wirklich gerne gemacht. Aber ich kann dir jetzt auch sagen, warum sie, kann ich mir denken, warum sie jetzt die Tatjana genommen haben. Ja, weil du keine Ahnung hast, auf welcher U-Bahn-Linie der U-Bahnhof unter den Linden ist und wann der aufmacht. Ja, meine Güte, ich hätte es mir dann aneignen können, das Wissen. Na, du musst das doch wissen. Du sitzt doch dann in allen Zügen drin und sprichst das dann doch immer live ein. Genau, ich spreche das live ein. Aber tatsächlich wäre der Job dann recht toll gewesen, weil man hätte dann 3500 Stationen einsprechen müssen, Bus und Bahn. Ja. Und dann wäre meine Stimme noch sozusagen digitalisiert worden. Dann hätte ich 3 Wochen lang am Stück nur Sätze einsprechen müssen, die keinen Sinn haben. Sowas wie, der Strand ist weiß, das Wasser ist dunkel, sowas. Und dann sucht sich die KI über 3 Wochen lang alles Laute zusammen und dann können die mit einem Computer meine Stimme sozusagen sprechen lassen. Finde ich mega spannend, muss ich sagen. Faszinierend. Und dann macht man das ja auch wirklich für eine Ewigkeit eigentlich. So eine Stimme bleibt ja normalerweise. Die bleibt dann auch, ja. Und ich glaube, sie haben die Tatjana genommen, weil die haben nämlich, die BVG wollte nämlich eine Stimme haben, die geschlechtslos ist. Das war der BVG sehr wichtig, weil, also, dass man nicht weiß, ob Mann oder Frau. Also ich würde jetzt das nicht als geschlechtslos bezeichnen. Ja, okay, gut. Sagen wir es mal, androgyn. Ja, geschlechtslos ist natürlich ein komisches Wort jetzt. Ja? Definitiv. Das passt ja in die Sparte Zwitter oder so. Ja, obwohl, mit geschlechtslos wärst du dann schon richtig gewesen. Ich habe ein Geschlecht, Margot. Es ist aber ein sehr kleines. Ja, nicht jeder kann so einen Riesenprügel haben wie du. Es tut mir leid. Ja, der hängt ja schon wieder hier über den Flur bis in die Küche, Margot. Fürchterlich. Ja, genau. Ich kann jetzt auch noch ein bisschen klugscheißen. Ja, bitte. 30 Sekunden klugscheißen mit Margot. Wenn sie es denn in 30 Sekunden schafft. Die vorherige Stimme der BVG ist nämlich eine ehemalige Moderatorin der Berliner Abendschau. Ach, ja. Welche denn? Weil ich kenne die alle noch von früher. Ja, ist irgendeine von früher, keine Ahnung. Ich glaube, es war die mit dem dunklen Pagenschnitt. Ah, die kenne ich. Egal, ich habe den Namen auch vergessen, ich hätte ihn googeln sollen, aber ich wusste auf jeden Fall, das war noch eine Abendschau-Moderatur. Und die Abendschau, für diejenigen, die nicht in Berlin oder in Brandenburg, Berlin-Brandenburg sind, die Abendschau ist ja die Nachrichtensendung in Berlin schlechthin. Also wir gucken die gerne, Margot, und ich tatsächlich werde ich immer verarscht damit, weil das so eine Rentnersendung angeblich sein soll. Ich finde es als Regionalnachrichten, meine Güte, da wird halt auch über die Kickeröffnung in Hinterkupf berichtet. Ja, wird es. Und es ist wirklich eine Rentnersendung. Oh, ja, meine Güte, einmal Rentner sein am Abend. Aber für mich ist es eigentlich eine Jugenderinnerung, weil früher gab es immer bei der Abendschau, gab es dann auch mein kleines Brettchen mit so einer Scheibe so eine Stulle. Und dann ein bisschen Teewurst obendrauf. Ja, genau. Das habe ich sehr gerne gegessen. War bei mir auch immer genauso zu Abend. Abendschau wurde dann gegessen. Ne? Abendschau halt. Ja. Und inhaltlich ist sie, muss ich gestehen, wirklich noch älter geworden, obwohl sie das Personal drastisch verjüngt haben. Abendschau ist inhaltlich noch älter geworden. Ja. Findest du? Ja, ich finde, es wird immer dörflicher. Es tut mir leid. Vielleicht einfach, weil Berlin immer dörflicher wird. Nein, Berlin ist so eine geile Stadt. Guck dir den internationalen Ruf an. Was kann man hier alles in Berlin erleben? Und worüber wird dann berichtet, dass irgendwo in Rudo ein Garten unter Wasser steht? Ja, ich weiß, es ist auch für wichtig dich. In Rudo. Rudo ist es, ja. Ja, besonders in Rudo, die haben ja ein großes, großes Grundwasserproblem. Ja. In Rudo, ja? Also das ist wirklich ein Reizthema. Die haben nämlich zu viel Grundwasser. Die haben zu viel Grundwasser. Ja. Und da wird jetzt darüber diskutiert, ob man die Pumpe, die das Grundwasser immer abpumpt, ob die nämlich jetzt ausgeschaltet wird. Ja, damit Rudo wieder zu einer schönen Sumpfgegend wird. So. Ja, mit Florida hat das ja auch geklappt. Du sag mal, Margot, ja, hast du eigentlich schon gehört, jetzt ist jetzt wirklich ein harter Schnitt, ist ein harter Brexit gerade. Aber hast du schon gehört, dass die nächste James-Bond-Rolle, dass die eventuell weiblich besetzt werden soll? Ja. Das finde ich spektakulär. Ja, aber heißt sie dann auch noch James Bond?
Bond? Oder heißt die Jane Bond? Oder? Also ich las was von Joan Bond. Joan. Aber das sind auch nur Mutmaßungen. Man weiß es ja. Jedenfalls, aber das finde ich wirklich sensationell und finde das großartig, wenn endlich mal eine Frau das spielt. Und ich habe im Zuge dessen, tatsächlich laufen jetzt im ersten oft abends oder spätere Nachts halt so alte James Bond Filme. Und mir ist gar nicht bewusst gewesen, doch wie chauvinistisch und wie macho-mäßig diese Rolle James Bond damals war. Also das war mir gar nicht so bewusst und es war teilweise unerträglich, wie da Frauen als Subjekt behandelt werden. Es ist wirklich, die Handlung treiben die Männer voran, die Frauen sind für die Optik zuständig. Sexmäuschen irgendwie, die sich dann auch ein bisschen nackig machen dürfen. Die Männer machen sich manchmal auch nackig. Ich sag mal, je unattraktiver, umso nackiger. Das ist leider auch manchmal. Der Ingo Zamperoni sollte sich mal ausziehen. Der wäre ein toller James Bond. Ja. Jetzt hast du aber. Aber nochmal kurz beim weiblichen James Bond zu bleiben. Genau. Und da ist jetzt eine Frau im Gespräch. Da weiß ich jetzt, die heißt, glaube ich, Shanisha oder Janusha oder so. Ja. Habe ich gut recherchiert, oder? Super. Und die hat nämlich auch schon mal bei einem James Bond Teil beim letzten mitgespielt in der Nebenrolle. Aber weißt du, wer noch im Rennen war? Nein. Jetzt aber nicht mehr. Gillian Anderson. Nein, echt? Ja, und das fände ich großartig. Das muss man kurz erklären, das ist Akte X, Agent Scully. Ja, ich liebe sie. Ja, und sie hat auch in The Crown, hat sie Maggie Thatcher gespielt. Ja, großartig. Ja, also, aber andererseits könnte ich mir jetzt in Gillian Anderson auch nicht so richtig vorstellen, weil die ist ja halt auch schon ein bisschen was älter. So. Ich fände es nicht schlimm, wenn die mal auch ein bisschen älter sind. Stimmt. Ich meine, damals den, wie hieß er, Sean Connery hat man ja ersetzt, weil er zu alt war und hat dann den 3 Jahre älteren Roger Moore dahingesetzt. Ja, das stimmt. Okay. Er hat sich halt die Haare gefärbt. Das hat Sean Connery nicht gemacht. Der hat ein Toupet aufgehabt, Sean Connery. Oder so, wahrscheinlich, ja. Nee, ist so. Ja? Ja, der war schon vor der Rolle James Bond, hatte der schon eine Platte oben. Ach, süß. Und hat immer ein Toupet verpasst bekommen. Ach, herrlich. Ja. Ich hätte ja mal gerne so einen schwulen James Bond. Ja, warum nicht? Ich meine, heute ist es ja alles mittlerweile möglich. Ja. Ist ja alles möglich. Warum nicht? Davon träume ich seit 20 Jahren, einen schwulen James Bond. Ich muss gestehen, ich finde auch einen weiblichen James Bond total klasse, aber man kann so einen Spin-off machen, ja? So einen schwulen James Bond irgendwie, wo dann auch so 3-4 Bond-Girls auch vorbeikommen, alle verzweifeln sie halt, aber es gibt auch einen Bond-Boys. Ein Bond-Boy? Da können wir mal gerne wieder sexistisch werden, finde ich. Ja, da kann man gerne sexistisch sein. Ja. Ach, die können da gerne in so einem Pool liegen und sich in den Badehosen regeln. Ja, Mario, du machst mich schon wieder richtig geil gerade. Ja, ich meine, hol doch mal das Kleid genommen raus. Bratapfel. Du hast es schon gehört, dass ich habe in meiner Pubertät, habe ich diese Serie wirklich verschlungen tagtäglich. Verbotene Liebe. Nein, Margot, das ist deine Jugend. Wir sind ja auch 10, 15 Jahre auseinander, weißt du ja. Aber ich habe früher Verbotene Liebe, also wirklich verschlungen förmlich. Eine Seifenoper aus 90er Jahren. Ja, ich habe die ersten Folgen auch gesehen mit Jan und Julia. Mit Jan und Julia, ja. Ach, das hat die. Und dann ist, glaube ich, dann ist Jan auch ausgestiegen. Dann bin ich auch ausgestiegen. Dann bist du. Ach so, fandest du den so geil oder ich was? Ich fand Jan total. Ich fand den. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Ich fand den auch hammergeil. Und ich glaube, der war auch in Wirklichkeit, war der auch ein bisschen Opernsänger. Das weiß ich jetzt nicht. Egal. Also ich fand ihn auf jeden Fall wahnsinnig sexy. Das war für mich der Grund, diese Serie zu gucken. Und dann lief halt die Serie lief jahrelang. Also ich möchte jetzt nicht lügen, aber es waren bestimmt 15 Jahre oder noch länger. Länger. Und meine Lieblingsrolle war früher ja immer Clarissa von Anstetten, die Böse. Ja. Also das sind natürlich auch alle Schwulen lieben Clarissa von Anstetten. Natürlich. Ja klar, weil so wollen wir ja alle sein. Mhm. Im Penthouse wohnen, den ganzen Tag Champagner trinken und Intrigen spinnen. Mhm. Ja. Und das soll jetzt wiederkommen. Das kommt jetzt wieder in der gleichen Besetzung, oder? Ich habe nur schon einen Trailer gesehen, aber es wird von Join oder es läuft auf Join, von wem es produziert wird, weiß man nicht. Die Streamingdienste sind gerade die neuen Fernsehmacher, ne? Das wird immer mehr interessant, muss ich sagen. Die nehmen all das auf, was offensichtlich die Sender nicht mehr machen, weil die Einschaltquoten zu gering sind. Ja. Irgendwann werden sich diese Sender alle noch selber abschaffen, weil überall die Einschaltquoten zu gering vielleicht. Sind. Aber es soll wohl auch recht schwul werden. Also es gibt auf jeden Fall schwule Pärchen und schwule Intrigen auch. Da bin ich sehr gespannt. Meine wichtige Frage, kommt Jan zurück? Möchte ich dir noch nicht verraten, Margot, sei gespannt. Ich bin gespannt, ja. Aber schwule Charaktere in solchen Serien sind ja gerne mal angesehen. Ja doch, Jan kommt bestimmt zurück und hat dann sein schwules Coming-out und dann komme ich als
Clarissa von Anstetten. Mutter. Als Clarissa von Anstettens Mutter komme ich dann vorbei. Toll. Da können wir, wenn wir schon beim Thema schwul ausnahmsweise mal sind, ja. Jetzt ging ja durch alle Gazetten, geht ja gerade das neueste Coming Out eines Schauspielers. Ja, Yannick Schümann ja. hat sich geoutet. Ja. Jurassica? Mhm. Wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich da mal recherchiert und der hat einen super langen Wikipedia-Eintrag. Das ist halt so ein Fernsehserien-Schauspieler, also der okay. so ein Nebenrollenschauspieler eher. Ja. Aber ich kenne den auch irgendwo, weil der ist auch ziemlich süß, muss ich sagen. Und ich habe den auch wahrscheinlich in irgendeiner Serie mal gesehen. Also er ist mir optisch ein Begriff. Ah, das ist also einer von diesen vielen Charakteren. Man kennt ja auch aus US-Filmen immer irgendwelche Schauspieler, die immer so diese, nicht Haupt-, sondern so wichtige Nebenrollen ja, spielen, ja, die ständig in irgendwelchen Filmen wieder auftauchen. Genre, ja. Wo du denkst von wegen, ach ja, stimmt, richtig, das Gesicht aus und das Gesicht aus. Ja, ja. Ja. Es gibt, glaube ich, einen Schauspieler, der wahnsinnig berühmt damit ist, dass er einfach der dicke Mann im Hintergrund ist. Der ist in allen Filmen ja. der dicke Mann im Hintergrund und der wird dafür diese Rolle gebucht. Dicker Mann im Hintergrund. Das wäre doch auch eine tolle Rolle für dich, Margot. Der dicke Mann im Hintergrund. Wir kommen zum nächsten Thema. Ja, bitte. Ey, sag mal, Mobbing hier. Ich habe wahrhaftig über Weihnachten abgenommen. Echt? Ja. Ja, das erfreut mich, Margot. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Gut. Ah, ja, gut. Hast du einfach, wie meine Oma, du hast wahrscheinlich deine Hosen einfach nur weitergenäht. Meine Oma hat immer ihren Rock weitergenäht, weil die war Schneiderin. Und dann stand sie immer stolz in der Küche und hat immer den so gedreht. Hat gesagt, guck mal, ich kann den Rock schon drehen. Ich habe abgenommen, aber wir wussten alle, sie hat die Rolle weitergenäht. Ja, erzähl weiter. Sehr schön. Nein, ich springe zu meinen neuen Lieblingsinfluencer. Ach Gott, ja. Ja. Ruffy und Sam. Ach, das ist so wirklich, das ist so Facepalm, Kopf auf Tischplatte. Erzähl mir alles. Also ich habe die durch ein Video kennengelernt, was wohl ein bisschen durch die Gazetten auch ging. Die beiden sind aus einem, die haben sich bei Instagram darüber beschwert, dass sie gerade aus einem Hotel rausgeschmissen worden sind. Auf Gran Canaria. Auf Gran Canaria, du weißt offensichtlich auch Bescheid, ja. Genau. Und da haben sie ein bisschen erzählt, warum, weshalb, wieso. Sie haben wohl offensichtlich in der Nacht zu viel und zu laut und zu oft Party gemacht. Und dann ist irgendwie ist dann halt die Stehlampe vom Balkon geflogen. Ist ja nicht so schlimm, ne? Das passiert halt mal, wenn man im Hotel ist. Das passiert mir auch manchmal, dass da so eine Stehlampe aus dem Balkon runterfliegt. Ja. Und dann hat er sich darüber aufgeregt, der Sam, glaube ich, heißt er, hat sich darüber aufgeregt, dass das Hotel die Kosten für diese Stehlampe sofort von seiner Kreditkarte abgebucht hat. War aber auch eine recht hochwertige Hotellampe, weil wir sprechen ja über einen Wert von über 1000 Euro. Im vierstelligen Bereich, ja. Also immerhin, also offensichtlich hat er keine Prepaid-Pay-Karte, das ist ja auch schon mal was. Auch schon was. Und er hat sich darüber aufgeregt, auch dass der dreimal, wo sie wohl ermahnt vom Hotelpersonal. Ja, und sie haben sich ja immer dran gehalten. Sie haben dann auch wieder leiser gemacht, wo ich so denke, okay, alles klar. Das ist so völlig hohl. Und es gibt ein zweites Video und ich das könnte eigentlich am gleichen Tag nochmal entstanden sein. Ach, das kenne ich nicht. Vor den Ermahnungen, da sind sie beide im Fahrstuhl. Aha. Sie sind stecken geblieben, weil der Ruffy, glaube ich, der andere, die ganze Zeit im Fahrstuhl rumgetanzt und rumgehopst und rumgesprungen ist. Oh, Hilfe. Er war nämlich ein bisschen sehr druff und drüber und stockbesoffen. Auf jeden Fall druff, bin ich mir ganz sicher. Und dann liegt er plötzlich unten in diesem Fahrstuhl drin und schreit seinen Freund die ganze Zeit nur an, dass er Wasser trinken möchte. Er braucht jetzt Wasser. Und Sam hat nichts weiter zu tun, als eine Insta-Story zu machen. Ja, ich habe jetzt kein Wasser hier. Oh, ist das peinlich. Dann regt er sich die ganze Zeit über seinen Freund auf, der im Hintergrund dem kotzübel ist, der ein Wasser braucht. Das sind wirklich Menschen, ich muss sagen, furchtbar. Leute, die nur noch für Insta-Stories leben, es gibt ja wirklich viele, die ihr ganzes Leben teilen über diesen Kanal. Mir ist das suspekt. Jetzt vor kurzem gab es noch ein neues Video von denen, ich habe es nochmal angeguckt, aber das war jetzt nicht mehr ganz so spannend, aber es war halt, da gab es halt zu Weihnachten, gab es einen hübschen, großen, einen wirklich gigantischen, großen Fernseher. Natürlich. Der war dann auch schon natürlich an die Wand gehängt und fertig eingepackt in Geschenkpapier. Ach so, süß, Mensch. Ja, allerdings der Karton, mit dem das angeliefert worden ist von der Firma Saturn, der ist nicht abgeholt worden von der Firma Saturn. Und darüber haben sie sich doch sehr geärgert. Und dann muss der Karton jetzt ja weg. Und dann hat man natürlich, wie jeder von uns, haben sie den Karton genommen und versucht, durchs Fenster rauszuwerfen. Jetzt ist der Karton aber zu groß gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte noch länger ertrage. Ich versuch's. Also intelligente Menschen hätten den Karton vielleicht gefaltet. Oder ihn
vielleicht, wenn sie noch intelligenter gewesen wäre, einfach per Hand das Treppenhaus runtergebracht. Geht ja auch. Nein. Es ist. Haben Sie sich dann bei der Hausverwaltung beschwert, dass die Fenster zu klein sind, um den Karton aus dem Fenster zu schmeißen? Ich warte auf das nächste Video. Wahrscheinlich kommt das dann. Wenn Sie dann da noch wohnen werden dürfen, falls nicht der Hausmeister vorbeikommt und sagt, so, ihr zieht jetzt aus und den Schaden für das kaputte Fenster, den zahlt er mir hier gleich. 1800 Euro werden von deiner Kreditkarte abgebucht. Genau. Aber du, ganz ehrlich. Ja. Also das Gegenteil von Sinnfluencer. Das sind unsinnige Wir sind Sinnfluencerinnen, das weißt du ja. Aber ich bin ja, also vor dem Lockdown, ich bin ja wirklich Gran Canaria-Fanin. Ja. Ich liebe Gran Canaria. Ich weiß nicht warum, ich habe einen perversen Hang zu dieser Betonhölle am Meer. Ich liebe das da irgendwie. Und da kann man ja an jeder Ecke Drogen kaufen. Also du läufst ja überall hin und dauernd wird dir Koks angeboten. Ja, also von daher, die werden sich wahrscheinlich auch die Nase gepudert haben. Das glaube ich. Weil das ist, ja. Weil also sie wirken doch sehr druff. Die werden sich auch schon ein bisschen was weggepudert haben da oben im Kopf. Also naja. Falls es mit YouTube und Influencer dabei und Instagram nichts mehr wird von den beiden, können sie ja immer noch zu Pornhub. Ja. Ich sag mal Pornhub. Pornhub. Weil ich mal an Hupen denken muss. Hup. Pornhub. Nee, eher so an Hupen Oberweite. So. Ach, also, Hupen. Ja, dann müssen es aber Pornhupen heißen. Pornhupen. Also zu Pornhub können sie dann wechseln, weil da ist jetzt ganz viel Platz. Da sind nämlich Millionen von Videos gelöscht worden. Ich hörte davon, Margot, und ich frage mich, ich habe das aber gar nicht so richtig mitbekommen, warum denn eigentlich? Nein, du hörtest nicht davon, du hast mich panisch angerufen und sagst, Margot, meine komplette Pornhub-Video-Like-Liste ist verschwunden, kein Video geht mehr, was habe ich falsch gemacht? Ja, und dann habe ich dich nachts angerufen, 2:30, ich saß vorm Rechner und dachte, das kann doch nicht wahr sein, Margot weiß bestimmt Bescheid. Da war sie gerade fröhlich dabei, sich anzuklüppeln, dann ging kein einziger Film. Das ist unfassbar. Das ist wirklich fies. Was haben die denn gemacht da? Jetzt erzähl's doch mal. Na, die haben Millionen von Videos gelöscht. Die haben alle möglichen Profile und Videos auf Urheberrecht überprüft. Ach, das ist so wohl einer der Hauptgründe. Das ist ja eigentlich auch klar. Ne? Und da haben sehr, sehr viele Leute Videos hochgestellt, auf denen sie nicht selbst zu sehen waren. Ja, natürlich. Da gibt's ja, meine Pornhub ist ja voll mit Pornos, die von anderen produziert sind. Also wie sagt man dazu? Gekriegt? Nee, kopiert. Kopiert. Illegal hochgeladen. Natürlich auch die Pornohersteller haben ein Urheberrecht da drauf. Und die machen das ja auch nicht ehrenamtlich. Die müssen ja auch Geld verdienen. Ja. Nicht? Die machen das nicht ehrenamtlich. Aber es trägt doch zur Männergesundheit bei. Es macht auch Spaß, aber sie machen es nicht ehrenamtlich. Die verdienen damit ihr Geld. Alles klar. Komm, glauben. Und das sollen sie auch machen. Ja gut, also das heißt, man sieht jetzt nur noch irgendwelche selbstgedrehten mit schlechtem Licht vor der Webcam Videos oder was? Ja, du siehst jetzt genau die Typen halt. Schade. Die du weniger sehen möchtest. Einige weniger attraktive Typen auch. Ihr Lieben, falls ihr ein schönes, spannendes Profil für uns habt, schickt es uns einfach. Wir gucken da mal rein, ob uns das auch gefällt. Aus Recherchegründen. Aber wenn wir gerade beim Wichsen sind. Ja, bitte. Wir haben heute so viel Wichsen auch im Programm. Heute wird hier gewichst ohne Ende. Also, du hast mir in der letzten Zeit 2 Wix-Videos per WhatsApp zugeschickt. Ist das eine neue Kategorie? Der Wichser des Monats? Vielleicht sollten wir immer eine Wix-Kartei auch haben. Moment, meine Damen und Herren, da kommt jetzt der richtige Jingle. Der Wichser des Monats. Haben wir den dann schon? Das ist ja toll. Ja, den werden wir dann schon haben. Ich hoffe, wir kriegen den hin. Mensch, einen großen Dank nochmal an den Andreas Brenner, der für uns immer seine Stimme leid. Wichst. Und wichst. Na, ob der dabei, ja, weil der spricht immer so schön, weil der immer am Wichsen ist dabei. Ja. Das ist ja ein Profi halt. Das ist ein Profi. Also lass uns beim Wichsen bleiben. Und zwar, wieder ein Name, den man nicht aussprechen kann. Ja. Sag du mal. Artyom Dzhuba. Artyom hört sich aber, das hört sich an wie so ein Name aus Game of Thrones oder so. Kommt fast hin. Er ist der Captain der russischen Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft. Und der hat gewichst. Der hat ein Wix-Video online gestellt. Und er hat einen Körper. Man sieht ihn, für alle, die das Video nicht gesehen haben, man sieht ihn mit nacktem Oberkörper und auch natürlich auch entblößtem Penis. Ja, und auch entblößtem After. Ach, du, das zeigt er auch. After. Er zeigt dann auch noch, also er fängt an oben erstmal mit seinem Mund, indem er so ein bisschen mit der Zunge so rumschlackert. Dann geht er weiter runter und dann sieht man halt seinen Dödel, an dem er ordentlich
dabei ist gerade, ja. Da ist er gerade gut beschäftigt. Und dann macht er die Kamera auch noch ein bisschen tiefer, dass man die Eier auch sieht und dann sieht man auch das Loch und dann spielt er da noch ein bisschen rum irgendwie. Ah, ja. Ja, ja. Also ich finde ja, ich war ja auch schon mal auf Pornhub, wie wir jetzt festgestellt haben, und ich finde, dass dieser Artyom, der hat in dem Video eine unheimliche schwule Attitüde. Also total. Ja, ja, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann heterosexuell ist. Offiziell ist er es. Natürlich, er ist in Russland. Es ist in Russland und als Captain der Fußballnationalmannschaft, da bist du heterosexuell. Die sind alle heterosexuell. Aber du bist auch meiner Meinung, dass der eine Klemmschwester ist, oder? Naja, aber sowas von. Ich weiß noch nicht mal, ob er wirklich klemmt. Also, aber wie, jetzt erklär das mal kurz zu unseren Zuhörenden. Woran merken wir, dass das eine Schwester ist? Wir haben da so ein Radar. Ich glaube, das ist ein anderes Gefühl, eine andere Ausstrahlung. Ja, ich weiß es unser nicht. Gaydar schlug das da an. Gaydar. Das ist ein Gaydar, ja. Interessant. Ich finde das immer wieder, dass wir diese, das ist ja eine Zauberkraft, die wir Schwulen und Lesben auch haben. Ne? Das ist der siebte Sinn. Ja, das ist der siebte Sinn, das werden heterosexuelle, obwohl, meine Mutter hat auch einen Gay da. Ach. Also die war ja durch mich jetzt jahrelang in schwuler Ausbildung und wenn wir ferngucken und dann ist da irgendein Moderator, dann sagt meine Mutter irgendwann, Schatz, der ist doch bestimmt schwul, guck dir den doch mal an, wie der den Kopf bewegt. Und dann meinst du, ja genau, sie hat recht, der bewegt den Kopf schwul, aber das sieht sonst niemand. Ja. Ja. Ich glaube das schon, also Gaydar auf jeden Fall ist eine tolle Erfindung. Also ich bin sehr, sehr tolle froh. Erfindung. Ich meine, wenn wir auf der Straße entlang laufen, du willst ja auch nicht irgendwie jemanden anflirten, irgendwie, der halt ein bisschen anders drauf ist und dann gleich eine reinwirft. Ja, wobei dafür. Ich ehrlich gesagt selten auf der Straße jemanden anflirte, du? Naja, ich werde ja ständig angeflirtet. Ach, natürlich, mal. Dann flirte ich halt zurück. Ja, das ist, so, dann hast, ich weiß gar nicht, da bin ich schon wieder sprachlos gerade. Ja, ich auch. Ich dachte mir, das ist doch fake, das kann doch nicht sein. Aber wenn wir gerade beim Wichsen sind. Ja. Es hat ja noch jemand gewichst. Es ist der Doppelwichser des Monats. Der auch stark heterosexuell zumindest öffentlich ist. Was ist der Oberwichser des Monats. Ja, und zwar Bastian Jotta. Also ich finde ja wirklich, Bastian Jotta ist ja mit Abstand die widerlichste männliche Gestalt im Fernsehen, die ich so kenne. Ich finde den arrogant, ich finde den eingebildet. Ich kann ihn kaum ertragen in seiner Selbstherrlichkeit. Ja, arrogant, eingebildet, selbstherrlich, wenn es denn auf irgendetwas basieren würde, was ich nachvollziehen Muskeln könnte, hat er würde halt. Ich es verstehen können, aber ich kann es nicht verstehen. Ja, er ist ein unangenehmer Mann. Man kennt ihn ja aus dem Reality-Fernsehen in erster Linie. Mhm. Er hat ja so eine eigene Soap gehabt mit seiner Partnerin, wo sie da irgendwo in L.A. ihre Geschäftsträume starten und so. Aber der hat jetzt anscheinend auch nicht mehr viel zu tun, weil der hat jetzt nämlich, dieser Lockdown, der geht also allen wirklich aufs Gemüt und der hat jetzt was, Margot? Der hat einen Account bei OnlyFans und hat dort ein Wix-Video von sich reingestellt. Man sieht seinen Oberkörper, man sieht seinen Schwanz, das ist so ein dicker Wurm, einfach so ein Schrumpelwurm. Der Penis ist schon ein schöner Penis. Oh, echt? Ich finde ihn ein bisschen, der ist schon, das ist halt so ein Altherrenpenis. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, der ist halt schon über ein paar Millionen rübergeritten, der ist ein bisschen abgenutzt schon. Der hat halt schon ordentlich Gebrauchsspuren. So ist es halt. Aber noch viel, viel besser ist halt, der Gute macht halt noch ein paar andere Dinge. Er geht sich an die Nippel und dreht sich und redet die ganze Zeit davon, wie geil er davon wird. Dreh mir an den Nippel und dann bin ich ja so geil. Und das ist ja das Richtige. Das ist ja genau das Richtige. Genau das brauche ich. Dreh mir an den Nippel. Ich brauche das. Und um den Ganzen noch ein Krönchen aufzusetzen, hat er... Kommt's, ja. Achso, soll ich das erzählen? Mit dem Schwänzchen? Er hat ein Sextoy, das ist so ein stark heterosexuelles Sextoy, mit so einem ganz, ganz kleinen Buttplug. Also mit wirklich so einem ganz kleinen Nippelchen, was man sich so ins Poloch steckt. Und hinten ist so ein kleines Hundeschwänzchen dann dran. Das steckt er sich rein, dreht sich um und wedelt dann mit seinem Hintern und Schwänzchen und... Ist ja alles nicht verkehrt, aber wenn es nicht Bastian Jotta wäre. Ja, eben. Weißt du, das ist halt das Schlimme. weil ich sag ja immer über den, der wacht morgens auf und als erstes bemerkt er, dass er ist und wichst erstmal drauf. Der wichst sich auf sich selbst ein. Und das ist unerträglich. Aber wahrscheinlich, ich meine, wir hatten das Thema ja schon mal, mit OnlyFans kann man anscheinend wirklich viel Geld verdienen. Definitiv. Ich würde mich niemals so entblößen. Nein. Du auch nicht, oder? Wäre mir auch, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich meine, über Vorlieben und sowas, man kann das ja irgendwie reden, ist gar kein Ding. Aber ich meine, ich kenne meinen Körper und, wobei dann doch im Vergleich zu Bastian Jotta könnte ich das auch machen. Natürlich. Aber,
Nein, das ist wirklich, ich meine, was will der denn danach noch machen? Das ist halt das Ding. Ich meine, der kann ja nur noch im Erotik-Business dann bleiben. Ich meine, kein, obwohl andererseits, ich meine, RTL nimmt doch alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich meine, das, da fehlt mir jetzt gerade noch ein, Margot. Ja. Wir haben ja letztes Mal auch über den Wendler gesprochen. So, jetzt läuft ja wieder die x-te Staffel DSDS, läuft jetzt ja. Ich habe da gestern mal kurz vorbeigeschaltet. Das ist wirklich unerträglich, dieses Format. Und da sitzt der aber noch in der Jury. Ja, der sitzt ja am Anfang, saß er noch drin. Er ist ja während der Aufzeichnung erst rausgeflogen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, er hat gar nicht angefangen zu drehen. Nein, nein, er hat angefangen und ist dann aber rausgeflogen, genau. Schau an. Ganz kurz abschließend noch zu Bastian Jotta. Mir brauche ich das nicht anzugucken, weil kleiner Spoiler-Alarm, er kommt nicht. Ach, er kommt nicht. Ganz im Gegenteil, je mehr er redet vor der Kamera, umso schlaffer wird das Würmchen irgendwie. Er müht sich zwar noch ordentlich zu rubbeln, aber du merkst irgendwie, er verdeckt mit der Hand dann doch immer mehr. Verstehe. Und am Schluss ist er nur noch siehst du nur noch die Hand irgendwo und noch so ein bisschen Schrumpelhaut dazwischen und das war es eigentlich auch. Noch. Ich habe tatsächlich das Video nicht zu Ende geguckt. Ich konnte es nicht zu Ende gucken. Ja. Das ging nicht. Apropos Schrumpelhaut. Ja. Ja. Jetzt kommen wir zu einer Person, die wahrscheinlich nur noch wir kennen. Wahrscheinlich, ja. Gotthilf Fischer ist tot. Ja, 92 Jahre. 92, da kann man auch mal gehen. Das ist dann Gotthilf Fischer, kurze Erklärung. Und die Fischerchöre. Er ist Chorleiter. Seitdem ich lebe, gibt es Gotthilf Fischer. Der hat in allen Oma-Sendungen, hat der immer mit seinen Fischerchören so Lieder gesungen. Ja. Und das ist so ein Mann, der hatte immer schon so Frühveropperung und sah mal schon aus wie eine ältere Dame, weil der halt auch so ein Pfiffi auf dem Kopf hatte. Also irgendwie, ich habe immer gedacht, das ist eigentlich eine alte Frau. Ne? Das sieht auch so ein bisschen wie eine alte Frau. Ja, ja genau. Mit so weißen, oder früher waren es ja noch so hellgraue Locken oben auf dem Kopf. Ja. Wirklich so ein Pfiffi, wie man sich den vorstellt. So, hätte ein Pudel sein können da oben, der da einen Arbeitsplatz hat. Und der ist jetzt im Alter von 92 Jahren halt von uns gegangen, kann keine Chöre mehr dirigieren. Der hat ja überall dirigiert. Der hat ja alles dirigiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ja, also ne, wie RTL mit den Reality Stars. Also tatsächlich, wenn ich früher mit meiner Oma geguckt habe, Melodien für Millionen im ZDF oder irgendwie Wetten, das auch. Der war dabei. Da war immer Gotthilf Fischer mit seinem Fischerkörn mit dabei. Immer irgendwo war er mit dabei. Es musste sein, genau. Gotthilf Fischer war ja der letzte Überlebende von Pompeji. Ach so, das ist aber wieder eine Überleitung. Ja, Überleitung kann ich auch. Ich mache halt nur ein bisschen schmissiger. Dann erzähl mir, was war in Pompeji? In Pompeji haben Forscher jetzt ein antikes Schnellrestaurant gefunden. Kein Fake. Es ist nicht die erste Filiale von McDonald's, falls ihr das jetzt denkt. Aber woher weiß man denn, dass das ein Schnellrestaurant ist? Ja, pass auf, es gab wirklich einen Tresen. An diesem Tresen waren vorne dran Bilder des Essens. Und ach so. Das war das erste Ding, genau. Ach. Und noch ein Bild, also bemalt halt alles, ne? Also jetzt keine Fotografien. Okay, verstehe. So eine Überraschung. Ja, Überraschung. Genau. Und auch ein Schild Warnung vor dem Hunde, so in der Richtung. Es war, also was, das ist total süß. In den Amphoren waren noch Reste von Weinbergschnecken, die man gefunden hat, und Entenknochen. Sag mal. Es gab Speisereste am Boden. Und noch ein Skelett hinterm Tresen. Und die Kassiererin gewesen. Ja? Ja. Und das ist, ich meine, Pompeji ist, glaube ich, 78, 79 nach Christus ist der Vesuv ausgebrochen. Ich war da mal. Stadt da aus. Ja. Ja. Ich war einmal in Pompeji, ja. Ach, und? Wie war's? Unspektakulär. Unspektakulär. Also man stellt sich das natürlich immer viel spektakulärer vor, wenn man so denkt, oh, jetzt von Lava begrabene eine antike Stadt. Es waren eigentlich mehr Schnellrestaurants, also echte, im Umfeld von dieser Touristenattraktion, als dann man wirklich angucken konnte. Die haben Leckereien aus dem ersten Jahrhundert angeboten. Ja, also ich dachte auch im ersten Augenblick, das sind die Fake News des Monats. Hätte man das am 1. April gesendet, hätte ich gedacht, von wegen die verarschen das doch hier gerade. Ich meine, vielleicht die wollten früher halt auch schon schnell essen. Also ne, ja. Es ist ja auch einfach ein menschlicher Drang, einfach sich satt zu machen. Also ob das jetzt wirklich schnell zubereitet worden ist, das Essen, das wissen wir glaube ich nicht. Aber es war halt so ein Food to go. Oh, so meine halt. Güte. Das ist toll, der erste To-Go-Laden. Ja, das war. Ich glaube, da haben sie die erste Staffel von Drei Damen vom Grill gedreht. Also wieder was unsere Zuhörenden wahrscheinlich wieder nicht kennen, weil sie zu jung sind. Mit Brigitte Mira. Ja. Ach Mensch, ja. Apropos zu jung. Ja. Oder zu alt, je nachdem. Jan Hofer. Ja. Der Tagesschausprecher schlechthin, der hat ja, wie lange hat er die Tagesschau moderiert? Über 30 Jahre, 35, 36 Jahre. Wahnsinn, und der war ja auch Chefsprecher ja. Von der Tagesschau. Und ich habe
Oh, lass mich kurz überlegen, es fällt mir. Ach so, diese blonde Tagesschausprecherin, die auch Talkshows Dagmar macht. Berghoff. Nein, die heute nicht, die von heute mit den langen blonden Haaren, die auch Sabine Christiansen. Margot, bitte. Jetzt, wir haben noch keine Zeit. Welche Blonde? Die auch hier 3 nach 9 moderiert und so, die macht so viele andere Sachen. Ah, Judith Rakers. Und die hat mal erzählt, also Jan Hofer war immer ihre absolute Koryphäe und sie hat ganz viel bei ihm gelernt. Ja. Erzähle ich dir gerade zu durcheinander? Nein, alles gut. Okay, und das finde ich unheimlich spannend und seitdem fällt mir es auf, ihr könnt jetzt auch alle mal drauf achten. Und zwar als erste, was er ihr beigebracht hat, war, dass sie die Stadt Los Angeles falsch ausspricht, weil sie hat, wie immer ganz viele auch, Los Angeles gesagt. Und da hat Jan Hofer ihr gesagt, bitte achte darauf, das heißt Los Angeles. Und wenn ihr das jetzt einmal wisst, achtet drauf, es sprechen eigentlich alle falsch aus im Fernsehen. Und das macht mich rasend. Es ist ja bis auf Judith Rakers. Natürlich, die spricht richtig. Die ist das Jan Hofer-Erbe an. Jan Hofer ist ja 70 Jahre, da kann man dann auch mal jetzt in Rente gehen. Natürlich. Also, hat ja einmal diesen einen Schwächeanfall gehabt. Ja, das war schlimm. Anfang des Jahres, das war sehr traurig dazu zu sehen. Oh Gott, oh Gott, deswegen man dachte wirklich, was ist das jetzt? Vielleicht war das dann doch jetzt ein Zeichen zu sagen, Mensch, geh jetzt in Rente, du darfst es, du hast es dir verdient, auch wenn du es willst, also noch nicht willst, aber es ist nicht verkehrt. Ja. Und meinst du, der hat einen Pfiffi auf dem Kopf? Sah immer so ein bisschen aus, aber wenn, dann haben die das wirklich sehr gut rübergebracht. Ja. Also dann sehr, sehr schleichend und raffiniert. Dann ist der Pfiff im Laufe der Zeit. Dann haben sie schon in den ersten 2 Jahren angefangen mit 3, 4 Haaren an gewissen Stellen und wussten, da wird irgendwann nochmal ein Pfiffi draus. Wir vergrößern den im Laufe der Jahre immer. Ich hätte für dich ja noch zur Tagesschau passen noch ein bisschen unnützes Wissen. Gerne. Unnützes Wissen für 800. Gerne. Mir sehr gut gefallen gerade. War ich zu früh gesprochen jetzt? Nein, macht nichts. Okay, gut. Und zwar Tagesschau, weil es ist auch tolle Story. Und zwar meine Oma. Da sind wir wieder bei meiner Oma. Also es ist, wenn die früher Tagesschau mit mir geguckt hat, wenn ich bei denen übernachtet habe, die hat wohl irgendwo mal gelesen in so einem Blättchen, dass die Tagesschausprecherinnen und Sprecher untenrum nackt sind, wenn die da sitzen. Dass sie also nur obenrum was anhaben und untenrum nackt sind. Und ich habe das dann natürlich auch geglaubt. Also weil meine Oma hat das auch geglaubt. Und dann irgendwann, ich habe das wirklich 1, 2, 3 Jahre als Kind war, dachte ich, das stimmt. Und da habe ich das immer mal meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter hat gesagt, sag mal, spinnst du? Natürlich sitzen die ja nicht nackt unterm Tisch. Und hat erst mal meine Oma angerufen und ihr das auch gesagt, dass sie nicht nackt sind. Meine Oma konnte es aber kaum glauben. Ja, ich finde das ganz süße Geschichte. Ja, also dass du das geglaubt hast? Nee, also ja, als Kind. Ja, auch als Kind wusste ich das. Warst du als Kind auch schon so eine Klugscheißerin? Ja, nein, also ich hab das halt schon mitbekommen, dass die schon Hosen anhaben. Aber die, sag mal, hat ja früher den Unterkörper von Tagesschausprecherinnen gar nicht gesehen. Nein, früher gab es einen Tisch, früher haben die auf dem Stuhl gesessen und dann gab es diese 2 Stäbe, die da rausguckten, das waren die Mikrofone. Und es gab auch noch Nachrichtensendungen, da stand ein Telefon auf dem Tisch. Ich weiß nicht, warum. Ja, wenn es hat ja nie eine angerufen. Wichtige Meldung reinkommt. Na, dann wurde es von der Seite reingereicht. Ich habe hier gerade eine wichtige Nachricht noch reinbekommen. Ja, gut. Margot, wir erzählen schon wieder von vor dem Krieg. Das ist ja fürchterlich. Werden wir einfach so alt, dass wir nur noch an früher denken? Naja, ich meine, wir machen einen Rückblick. Stimmt. Achso, der ist ja zeitlich nicht begrenzt. Der ist zeitlich nicht begrenzt. Ja, gut. Genau. Wegen Corinna geschlossen. Corinna, die gute Corinna, ist halt einfach auch eine gute Freundin mittlerweile von uns geworden. Mhm. Ja. Es gibt einen Laden hier bei mir um die Ecke in der Bülowstraße, der hat ein großes, rundes, rosa Schild mit weißer Schrift wegen Corinna Gay schlossen. Ja, das ist dieses Frühstücksrestaurant, wo früher die Videothek drin war. Muss ich sehr schmunzeln. Ja, es ist süß, ne? Gay schlossen auch, ne? Gay schlossen. Gay schlossen ist es jetzt auch für den führenden oder einen der führenden Leipziger Querdenker. Organisatoren, der ist ja angeblich mit Corona infiziert und liegt jetzt auf der Intensivstation und wird dort intubiert. Es fällt mir tatsächlich persönlich wirklich schwer, meine Schadenfreude zu unterdrücken, aber ich mache es, weil man sich einfach darüber nicht freuen darf. Ja. Aber es fällt mir wirklich schwer. Geht's dir auch so? Das ist wirklich so, man fasst sich an den Kopf und sagt sich eigentlich so, es fallen einem jetzt so viele gute Gags dazu ein und es gehört sich nicht, wir lassen es weg, aber ich wollte es unbedingt drin haben. Denkt euch euren eigenen Teil, wir haben nichts dazu gesagt und habe ich das schon mal in einem Podcast erzählt mit dieser Querdenker-Firma?
Querdenker-Firma? Ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt. Und zwar, das habe ich neulich einen Bericht gesehen von einem armen Mann. Der hat ein kleines mittelständisches Unternehmen irgendwo in Wuppertal oder so mit so 20, 30 Angestellten. Und die machen, glaube ich, so Hauswartsdienste und Reinigung. Lass mich raten, die Firma heißt Querdenken? Die Firma heißt Querdenken. Oh nein. Und der hat so eine Probleme jetzt, weil die haben auch so Hemden an, wo der Firmenname draufsteht. Die müssen alles neu gestickt werden. Und der überlegt sich jetzt, die Firma umzunennen. Ja? Hat er sich das nicht schützen lassen? Ich weiß es, das weiß ich nicht. Aber der arme Mann, ne? Oh Gott. Also liebe, bitte kauf bei der Firma Querdenker. Ja, bei der richtigen. Bei der richtigen, bitte. Und unterstützt den. Oh Gott, ist das, oh Gott, das ist wirklich schlimm. Ne? Ja. Ja. Der ist ja doppelt gebeutelt. Erst diese scheiß Corinna-Situation und dann noch so eine Gruppe, die, oh nee, der arme Mensch. Lass uns schnell weitermachen. Wir machen schnell weiter. Es gibt nämlich was ganz, ganz Tolles jetzt in Berlin und zwar in Berlin-Mitte. Oh. Darüber hat die Abendschau berichtet. Ja, natürlich, Markus. Natürlich, daher weiß ich das auch. Und zwar, es gibt eine Corona-Teststation. Die schießen ja überall gerade aus dem Boden in Berlin. Ja, Tegel ist doch jetzt auch eine Teststation. Ah nee, das ist die Impfstation. Das ist die Impfstation. Okay, das ist was anderes das schon ist, wieder. Das, bei der Teststation gibst du was ab, bei der Impfstation kriegst du was rein. Danke, Margot, ja. Oh, Mensch. Die ist so blöd. Du, Margot, du kannst gerne gemein zu mir sein. Ich bin ja auch immer gemein zu dir. Das bist du auch. Du machst immer so Altersshaming, Bodyshaming mit mir. Ne? Aber gut. Das macht mir wahnsinnig viel Freude. Ja, ich weiß. Oh, ich stehe auch jetzt drauf. Weiter jetzt, komm. Mach schon mal das Gleitgel. Bratapfel. Der reibt sich schon heiß, der Bratapfel. Ah, hier haben wir noch eine Peitsche, die kannst du als Spieß verwenden. So, also Corona-Teststationen schießen in Berlin gerade aus dem Boden. Und es gibt eine in Berlin Mitte, das ist ja so der Innenbezirk, nee, wobei Innenbezirk ist es nicht, aber der teure Bezirk einfach. Na, es gibt viele teure Bezirke, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist so, ich glaube, der Bezirk, so da wohnen die Leute, die denken, sie seien in, die sind irgendwie nach Berlin gekommen und die denken, sie seien irgendwie. Und der richtige Adel wohnt in Zehlendorf. Der echte Berliner Adel wohnt in Zehlendorf. Ja, also das sind so Zugereiste von sonst woher, die halt glauben, ja, wir haben eine Wohnung in Berlin, Friedrichstraße, da geht kein Mensch einkaufen. Aber da haben die halt eine Wohnung. So diese, da gibt's halt auch irgendwo eine Galerie und in dieser Galerie hat der Galeriebesitzer jetzt angeboten, einen Test machen zu lassen. Mhm. Der kostet dann nur 50 Euro, der normale Test. Und der Schnelltest kostet sage und schreibe 100 Euro. Aha. An der Wand war ja, darf er zurzeit nicht aufmachen, ne? Aber für so einen Schnelltest darf er. Und an der Wand hängt dann noch so ein bisschen so ein Kunst, also zum Beispiel so ein belangloses Bild irgendwie an der Wand. Für 44.000 Euro kann man dann irgendwie auch mal mitnehmen irgendwie. Und im, ja bitte? Also du meinst, der macht die Tests nur, damit er weiterhin seinen Galeriebetrieb weitermachen kann? Naja, das unterstützt schon. Er spricht auch schon ein gewisses Publikum damit an, aber ich meine, die Preise sind auch schon sehr Galeriepreise. Also ich weiß nicht, was sowas sonst kostet. Ja, so ein Test kostet 10, 15, maximal 20 oder 50 gleich dafür. Und so ein Schnelltest für 100 Euro, na holla, die sportlich. Das ist schon sehr sportlich. Woher hat der denn die Tests, bitte? Das ist über einen befreundeten Arzt. Hat er so im Interview gesagt, über einen befreundeten Arzt organisiert und er hat irgendeine Studentin von der Charité und die macht dann dort die Abstriche. Also sogar meine Ärzte, mit denen ich in Verbindung stehe, sage, das ist nicht ganz ohne und um Gottes Willen auf diese bescheuerte Idee zu kommen, Lehrer soll mal ihre Schülerinnen und Schüler da testen. Ja, ja, ja. Völlig bescheuert. Das muss man richtig machen. Ansonsten hat man ganz viele negative Ergebnisse, die falsch negativ sind, ja, weil man es nicht richtig gemacht hat. Also eine Geldmacherei und das Schöne war auch noch, irgendjemand wurde an der Eingangstür von der Abendschau halt auch gefragt, von wegen Abendschau. Dem Preis halt, was sagen Sie denn zu den Preisen? Und der Mensch sagte so, naja, so 100 Euro für einen Schnelltest, ich glaube, das ist ein normaler Preis. Das ist ein normaler Preis. Das ist ein normaler Preis. Ja gut, ich meine, jeder hat auch gerne mal irgendwie so 16 Euro für so einen Hamburger bei Burger King. Jeder hat ja ein anderes Verhältnis zu Geld. Ne? Ja, die haben gar keins. Haben gar keins. Und dann, das ist mir nicht aufgefallen, der KitKat Club, das ist ja wirklich ein legendärer Nachtclub hier in Berlin. Wie ist das? Und die machen jetzt Corona-Tests, oder? Ja, nicht ganz. Die haben ab und zu haben sie Events gemacht im Rahmen einer Studie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, finden dort Events statt. Und dazu musst du am Anfang einen Test machen. So ein Schnelltest. Schnelltest muss es auch sein, genau. Und dieser Schnelltest, wohlgemerkt in der Galerie, kostet der 100 Euro, im KitKat Club, Schnelltest inklusive anschließender Party 25 Euro. Ein bisschen preiswerter. Gut, aber der gemeine Clubgänger hat jetzt auch wahrscheinlich weniger Geld als ein Galeriekunde in.
Ach, da bin ich beim KitKat gar nicht so eigentlich auch nicht so sicher. Hast du auch wieder recht, ja. Ich meine, bumsen kann man ja auch, wenn man reich ist, ich stimmt. Grad sagen, ja, ja. Hast gerade vergessen. Aber gut, sag mal, aber da sind, wenn wir jetzt beim Corinna-Thema ja bleiben auch, ich fand das sowas von amüsant, und zwar als der zweite Hard-Lockdown, heißt das Hard-Lockdown? Hard-Lockdown, ja. Oder? Ja, weiß ich nicht, ja. Also Lockdown auf jeden Fall. Nee, erst war es doch der Soft, nee. Ach ja, stimmt, wir hatten Soft. War, hieß es Soft-Lockdown? Soft-Lockdown, ja. Leicht ist ja auch egal. Lockdown-Light hieß es genau. Und jetzt haben wir den Hard-Lockdown. Und der startet ja am 16.12. Und tatsächlich, ich meine, man ist ja vorher wirklich um das Thema gar nicht mehr rumgekommen, wenn man News gelesen hat, Fernseher angemacht hat, wann? Radio. Wann? Ja, und dann gehe ich am 16. in den Verlag, wo wir uns dann auch getroffen haben, und dann sehe ich verwirrte Menschen vor meinem Woolworth stehen und die beschweren sich darüber, dass der Woolworth nicht aufhört. Und da frage ich, war wirklich fassungslos, wie sowas an jemandem vorbeirauschen kann. Und die da auch noch dann nicht nochmal selber auch dann kombinieren können, sondern einfach dann andere Passantinnen haben sie dann gefragt, warum sie wissen, warum der Woolworth halt zu hat. Ja, ich bin auch überrascht, dass das Sortiment von Woolworth dann doch nicht zum täglichen Bedarf gehört. Ich meine, ich muss wirklich sagen, Woolworth in allen Ehren, ich bin da gerne oft mal einkaufen. Ja, ich bin auch gerne mal drin, aber das Sortiment, weil diese Grabbeltische, das hat ja Woolworth, glaube ich, erfunden, oder? Grabbeltische, ich glaube, die kommt von Woolworth. Ich finde das Wort Grabbeltisch, das ist halt auch irgendwie so süß. Ja, nee, also das wollte ich das nur kurz sagen. Das ist praktisch eine KitKat-Party für das ältere Publikum, so ein Grabbeltisch. Ja, du, also meine Oma, sind wir wieder bei meiner Oma Uschi. Du, wenn's da bei C&A, wenn's da die Angebote beim Grabbeltisch gab, da war die immer mit dabei. Ne? Das, aber ich habe ja tatsächlich, das nervt mich ein bisschen, dass es sich jetzt viele sich beschweren über den harten Lockdown, Margot. Und wie schlimm das doch alles ist. Und man kann ja nicht mehr nicht einkaufen gehen und nicht rausgehen und so. Und ich finde tatsächlich, muss ich sagen, ist das doch immer noch total soft bei uns hier in Berlin. Also da gibt es ja wirklich andere Städte und andere Länder, wo der Lockdown wirklich ein richtiger Lockdown. Wir sind gerade mitten in einer globalen Katastrophe und es sieht hier in Berlin wirklich nicht nach globaler Katastrophe aus. Überhaupt nicht. Und die Leute beschweren sich aber immer noch, und deshalb finde ich auch das Wort Hard Lockdown ehrlich gesagt ein bisschen fehl am Platze. Ja, und weil ganz ehrlich, Margot, wenn du dir jetzt unbedingt ein Fahrrad dann doch kaufen musst, jetzt gerade, dann gehst du halt zu Real oder zu Kaufland, die haben eine riesige Non-Food-Abteilung. Du kriegst ja immer noch eigentlich alles. Man kriegt wahnsinnig vieles immer noch. Also Fahrrad zum Beispiel finde ich relativ wichtig, weil es ist ein Transportmittel. Wenn du nicht BVG fahren möchtest oder kannst, wegen Infektionsrisiko und so weiter und so fort und kein eigenes Auto hast, dann ist das, glaube ich, relativ wichtig. Autohäuser haben, glaube ich, auch auf. Ich meine, ich habe letztens eins gesehen, aber das sah ziemlich offen aus. Da waren Leute drin. Du, da habe ich jetzt wirklich keinen Plan, ehrlich gesagt. Also es war, gut, jetzt ist so ein Autohaus mit Sicherheit auch nicht unbedingt der Ort, wo die Massen reinstürmen. Ach, du, weiß man nicht genau, ne? Aber gut. Ja, also es war, vielleicht habe ich mich da auch tierisch verguckt, oder die haben da gerade Inventur gemacht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kann ja auch gewesen sein. Hast du denn eigentlich Angst vor dieser Mutation? Nein, also vor dieser Mutation habe ich jetzt keine Angst. So ein Virus mutiert ja die ganze Zeit. Ja. Das hat sich jetzt etwas intensiver mal verändert, ist aber auch alles noch im Rahmen. Wahrhaftig, durch solche Mutationen entstehen relativ selten jetzt so Verschärfungen oder sowas in der Richtung. Also das, da mache ich mir weniger Sorgen drum. Wahrhaftig, die größere Gefahr geht meiner Meinung nach wieder davon aus, dass irgendein bereits existierendes Virus in anderen Tieren auf den Menschen überspringt. Das ist meiner Meinung nach die biologisch größere Gefahr, weil das kommt dann nämlich als völlig unerfahrenes, also auf uns völlig unerfahrenes Individuell mit diesem Virus oder mit diesem Virusstamm, kommen wir plötzlich in Verbindung, und das kann dann wesentlich härtere Konsequenzen haben. Gut, aber das hat jetzt nichts mit Corinna zu tun. Das hat nichts mit Corinna zu tun. Ja. Also das neue Virus, das macht mir jetzt noch keine großen Sorgen. Gut. Da bin ich, nein, also was ich so aktuell mitbekommen habe, ist das jetzt nicht mein großes. Gut, dann habe ich auch keine Angst davor. Ich wollte mich gerade fragen, hast du Angst davor gehabt? Ja, ich fand es nur halt irgendwie so sehr... Ach, es fehlt mir schon wieder das Wort, was ich suche. Ich habe heute Wortfindungsstörungen. Ja, das hast du öfter. Das ist eines der ersten Anzeichen von Demenz. Ja, das stimmt, Margot. Ich fand es halt so absurd, dass
gerade als der Impfstoff dann jetzt zum Einsatz startklar klar war, dass dann halt diese Mutation auf einmal auftauchte in Großbritannien. Das fand ich einfach so. Das dachte ich mir auch so, Mann, ey. Schön, ja. Aber der Impfstoff scheint auch bei dem neuen Virusstamm zu wirken. Ja, ah, ja, okay. ja, genau. Weil die Mutationen sind nicht so wirklich an den relevantesten Stellen, also nicht so komplett. Okay. Es ist alles noch im grünen Bereich. Wir müssen jetzt nur genügend Impfstoff bekommen und dann kriegen wir das ein bisschen unter Kontrolle. Was wichtig ist, zu wissen bei diesem Impfstoff, wenn du geimpft bist, es schützt dich nicht vor einer Infektion. Du kriegst diese Infektion dann trotzdem noch. Ja. Sie verläuft nur eben nicht so hart. Ach, das wusste ich das nicht. Ist es. Und du bist natürlich dann auch ansteckend während der Infektion. Ist so nach dem mRNA-Impfstoff. So, ja, bei den anderen Impfstoffen, die anderen sind ja nach anderen Methoden, da dürfte es anders sein. Es gibt auch noch andere als mRNA-Impfstoffe, das habe ich mir nämlich heute angelesen, das Wissen. Nein, also mRNA, das ist der erste mRNA-Impfstoff, den es überhaupt gibt. Ja. Und es ist auch der einzige mRNA-Impfstoff für Corinna zurzeit. Die gute es sind Corinna. Zwei andere Impfstoffe noch auf dem Weg, die werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch zugelassen werden. Die basieren noch auf dem alten Prinzip, wie wir das bei Pocken und bei Co. haben. Der Unterschied ist ja jetzt, und das hat neulich diese tolle Ärztin, die beim ZDF sehr oft zu sehen ist, diese Fachfrau für... Die liebe ich. Die liebst du, ja. Ich habe ihren Namen vergessen, aber ich liebe sie. Ja. Und die hat ja so toll anschaulich erklärt, was der Unterschied zwischen mRNA und DNA ist. Und dass ja viele Corona-LeugnerInnen immer wieder sagen, dass diese mRNA sich halt in das Genom reinfräst. Nein. Das ist natürlich völliger Unsinn. Aber da wissen es immer ganz viele immer viel besser, ne? Als eine Ärztin, weil die hat es ja nur studiert. Nein, eben. Ja, genau. Ja, gut. Aber gut, lass uns über freudige Themen sprechen. Lass uns mal langsam auch jetzt so ein bisschen das Jahr ausklingen lassen. Ja, was machst du Silvester? Silvester, ganz, ganz kleine Runde. Ja, ich auch. Ich treffe mich noch mit einem weiteren Freund. Also mein Mann, ich treffe mich mit einem weiteren Freund und dann machen wir Fondue. Ach, schön. Und um Mitternacht wird die Küche angezündet. Ach so. Nein. Das ist ja doof. Nein. Ja, aber genauso mache ich das auch. Nur es gibt kein Fondue, sondern ich möchte gerne so eine schöne Carmen-Nebel-Show. Margot, aber ich meine, du bist ja auch wirklich ein Showgirl. Hast du nicht auch so eine perverse Vorliebe für so eine schöne Samstagabend-Unterhaltungsshow, egal wie rentnermäßig das ist? Ich liebe das. Ich vermisse eigentlich wirklich die guten alten Samstagabend-Unterhaltungsshow. Oder? Die ist früher im ZDF, die 70er, frühe 80er Jahre, da waren ganz, ganz tolle Dinge mit dabei, mit Pomp, mit Federbohr, mit Plüsch und weiß ich was nicht alles. Ganz groß aufgezogen, immer so ein bisschen auf verhindertes Las Vegas, aber das war's halt einfach auch. Und das ist Carmen-Nebel, macht das wenigstens noch. Ja. Und ich werde immer verarscht von allen meinen Freunden und Freundinnen. Sogar meine Mutter hat mir gesagt am Telefon zu Heiligabend, dass sie so einen Scheiß ja niemals gucken würde. Das ist ja nur für alte Leute. Aber ist Carmen-Nebel jetzt nicht auch dann abgesetzt irgendwie? Läuft der Vertrag nicht irgendwie aus und wird nicht verlängert? Bitte? Das können die doch nicht machen. Ich habe irgendwie sowas, das ist Gerüchteküche, meine Damen und Herren. Heißes aus der Gerüchteküche. Schön so eine Kategorie reingeknallt zum Schluss. Gerüchteküche nochmal. Carmen-Nebels Vertrag soll nicht verlängert worden sein tun. Ich weiß nicht, ob er jetzt zum Jahresende oder im Laufe des nächsten Jahres endet, aber das ist das, was so Gerüchte technisch an mich herangetragen haben. Die haben halt Helene Fischer, ne? Da muss die alte Frau jetzt dann wahrscheinlich weg. Die Helene macht demnächst auch echt alles wahrscheinlich, oder? Die kann ja auch alles, die Helene. Also Margot. Springt demnächst noch für Ingo Zamperoni an. Nee. Also bitte, so weit wollen wir jetzt auch wieder nicht gehen. Auf gar keinen Fall. Margot, ich wünsche dir aber und auch allen Zuhörenden einen schönen Jahreswechsel. Das wünsche ich dir auch. Ja. Und vor allen Dingen wünsche ich dir fürs nächste Jahr, dass es einfach besser wird als das aktuelle Jahr. Ja, es war zwischenmenschlich und auch von der Gefühlslage war es wirklich ein unheimlich schwieriges Jahr. Aber ich muss sagen, ich habe immer Arbeit gehabt und zum Glück hat das kein Loch in mein Portemonnaie gefressen irgendwie. Das finde ich ganz toll. Loch kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also ich habe es schon zu spüren bekommen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe einen Kühlschrank, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ja. Ein Kühlschrank mit Inhalt, meine ich. Ein Dach über dem Kopf und ich kann beschwerdefrei atmen. Damit überstehe ich ein paar Monate noch. Und du hast auch deinen Mann. Und ich habe auch meinen Mann, das ist auch nochmal wahr, ja. So. Und ich lebe nicht auf Kosten meines Mannes, das muss ich auch gleich nochmal dazu sagen. Ich das auch. Von wegen. Nein, alles noch selbstverdientes Geld irgendwie. Ich sage jetzt nicht, so kann es weitergehen, aber wenn es so weitergehen muss erst einmal, dann überstehe ich das auch. Und ja, ich weiß, da bin ich auch privilegiert an der Stelle. Ja, genau. So Margot. Ich habe eine Bitte noch an das Jahr 2021. Ja, gerne. Liebes Jahr 2021.
wenn du nun anfängst, gib dir bitte, du musst nicht sonderlich viel Mühe geben, du musst auch nicht sonderlich positiv sein, du musst auch nicht alles perfekt machen können, aber ja, es wäre doch schon schön, wenn du vielleicht nicht von Anfang an dir die größte Mühe geben würdest, die Apokalypse zu starten. Das Jahr 2020 hat das gemacht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wenn du es ein bisschen besser machst als 2020, sind wir ja schon zufrieden. Aber liegt das vielleicht auch, also tatsächlich sage ich an jedem Silvester, das nächste Jahr kann nur besser werden und dann wird es immer noch schlimmer, zumindest bei mir persönlich so. Es liegt wahrscheinlich am Alter. Ich wünsche mir... Das ist bei mir nicht der Fall, aber gut. Ja, ich weiß, ich hatte irgendwie immer, ja. Ach, es waren immer auch schwierige Jahre bei mir. Ich wünsche mir tatsächlich, dass einfach viel mehr Leute darauf achten, dass man einfach lieb zueinander ist. Das würde so viel vereinfachen und nicht immer nur Vorwürfe machen, sondern einfach auch mal leben und leben lassen. Oh, das hast du auch sehr schön gesagt. Ja, und jetzt... Ja. Tschüss. Jetzt, ach, ich wünsche mir auch noch besseres Make-up. Ich bin zwar heute ziemlich gut geschminkt. Sag mal, ich bin auch geschminkt. Hast du schon gesehen? Ja, ich habe das schon bewundert heute. Hast du einen wunderbaren Lidschatten heute auch. Was ganz Neues ausprobiert heute. So ein bisschen Silvester-Make-up. Geschminkt nämlich. Mit diesem Glitzer überall. Ja. Ich bin total fasziniert. Festlich. Toll geschminkt. Geschminkt nämlich. Großartig. Geschminkt. Bye. Das war's mit dem Podcast von Jessica und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren.